Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen Ausgepackt aus dem Hause Modellbau König. Und zwar, ja, heute mal kein Panzer oder Flugzeug, aber ein Modell im eigentlichen Sinne. Mal eine Verrücktheit, wie AV-Club dafür ja bekannt ist. Die haben ja schon hier Schürzen rausgebracht oder auch aufblasbare 7,5 cm Packmunition. Und zwar befindet sich hier in dieser Verpackung unter der Nummer AV35317 ein Stück deutsche Geschichte, nämlich der Berlin Wall. Und da sind enthalten drei Spritzlinge, ein Deckelbogen und das Ganze kostet so um die 15 Euro bzw. ein Stückchen darunter. Aber ich würde einfach mal sagen, werfen wir mal rein, was sich hier befindet. So, ich zeige euch nochmal die Vorderseite, ist natürlich ein bisschen Verhunepieplung hier. Die Mauer hört ja nicht irgendwo auf und da hat dann der lustige NVA-Soldat natürlich mit seinem deutschen Schäferhund um die Ecke geguckt, während die bösen Buben die Kapitalisten dann den antikapitalistischen Schutzwall ein wenig bemalt haben. Aber ich wollte dazu nochmal ein, zwei Worte sagen. Und wir brauchen auch die Verpackung, um euch die Anleitung näher zu bringen. Was wir hier haben, ist halt das, ist nicht sehr viel, es sind drei Spritzlinge, wie gesagt, enthalten. Die sehen alle so aus hier, die werden so zusammengebaut, kann man hier sehr schön sehen. Und anschließend dann beklebt, da haben wir hier auch nochmal ein paar Hinweise, kann man hier sehr schön sehen. Dann zeige ich euch mal die Spritzlinge, da haben wir hier alle drei schon. Ja, was, wenn wir hier ein bisschen näher rangehen, kann man da sehr schön sehen, die schöne ostdeutsche Platte ist sehr schön wiedergegeben, ob nun beim Hochhaus oder beim antikapitalistischen Schutzwall. Wir haben ja eine relativ raue Oberflächenstruktur, sind immer drei Teile, das Unterteil, die beiden ja, Hauptakteure hier und das Oberteil, die dann miteinander verbunden werden können. Und dann einen relativ großen Nassschiebebogen, den haben wir hier. Der, ja, da hängt noch ein Stück, den wir hier haben. Kann man hier auch sehr schön sehen. Bei der Recherche damals hat uns AV Club angerufen und die haben nach einigen Bildern gefragt. Leider Gottes haben die tatsächlich nur die englischen Bilder hier oder die englischen Sprüche sind ja auch genug deutsche. Ein paar Bekannte sind ja dabei, wie man sehr schön sehen kann. Das hier dürfte sogar noch auf der East Side Gallery von der Spree aus zu sehen sein, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ansonsten kann man da schön was darstellen. Ist auf jeden Fall mal was außergewöhnlich. Und dann sind wir mit der Vorstellung dieses kleinen, aber ungewöhnlichen Set schon durch. Ja, was soll ich sagen? Nice to have. Ist auf jeden Fall mal was Ungewöhnlicheres. Netter Gag auf jeden Fall. Wenn man davor jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, von der Berlin-Brigade einen Panzer hinstellen möchte oder einen englischen, amerikanischen, was auch immer. Auf jeden Fall mit den mitgelieferten Deckels, die ihr hier seht, netter Hingucker. Für den Preis in Ordnung. Ja, gibt nichts weiter zu sagen, außer dass ich mich wieder bei euch für eure Aufmerksamkeit bedanke und mich auf euer Einschalten für das nächste Video freue. Bis dahin, bleibt uns gewogen, euer Christian.